Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Ach, was sage ich überhaupt? Schaurig schöne Grüße an alle Horrorfans da draußen. Willkommen hier zum 1. Oktober 2023, dem Auftakt zu den Nächten des Grauens. Den ganzen September habe ich euch an der Nase herumgeführt und mit Trailern bespaßt, die absurder nicht hätten sein können. Und nunmehr ist es da. Das Community-Special, das Film-Community-Special Nächte des Grauens. Und ich kann euch versprechen, das wird euch Spaß machen. Es wird euch gruseln, es wird euch schaudern, es wird euch aber auch informieren, weil das ganze Special nicht von mir alleine aufgezogen wird, sondern ich mir für jeden Tag einen anderen Gast hier habe klären können, sozusagen, ganz salopp formuliert. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast dabei, den ich schon seit mehreren Jahren selber als YouTube-Zuschauer verfolge, einst bei Pantoffelkino, nunmehr über Massengeschmack Pantoffelkino, auch ein gern von mir begutachtetes Format. Und Jahrgang 74, habe ich ja schon gerade gesagt, ist er zur Welt gekommen. Das Geburtsjahr sozusagen auch des klassischen Horrorfilms, zumindest einiger klassischer Horrorfilme, wie beispielsweise auch The Exorcist oder das Texas Chainsaw Massacre. Und damit erst einmal herzlich willkommen, Mario. Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend und schöne Grüße aus Hamburg. Hamburg, dann bist du gerade gar nicht so weit weg von mir, weil ich bin aktuell in Lübeck. In Lübeck, ja, das ist nicht weit, das stimmt. Das ist nicht weit, das sind 60 Knappe Kilometer. Knappe Stunde Autofahrt. Ne, genau. Ja, maximal. Ja. Erzähl mal ein bisschen von dir. Stell dich einmal vor, für all die, die dich vielleicht noch gar nicht kennen. Ja, wie du gerade schon sagtest, genau. Ich arbeite für die Internetseite Massengeschmack TV. Das ist eine Internetseite, die jetzt seit, wir haben auch ein Filmstudio in Hamburg-Wandsbek. Wir feiern dieses Jahr unser 10-jähriges Jubiläum. Ne? Wir machen jetzt auch eine große Deutschland-Tour durch verschiedene Städte. Wir sind eine Plattform, die alles Mögliche an Sendungen vorstellt. Ich bin jetzt zum Beispiel bei Pantoffelkino. Das ist zum Beispiel ein Programm, wo wir aktuelle Filme besprechen, die jetzt auf Blu-ray und DVD rauskommen oder auch Netflix oder auch andere Streaming-Filme. Wir besprechen aktuelle Kinofilme, die zurzeit dann laufen. Und dann gibt es aber natürlich noch diverse andere Sendungen. Es gibt Pasch TV, wo wir Gesellschaftsspiele testen. Es gibt die Mediatheke, die von Holger Kreimeier moderiert wird, wo es dann auch so eher um politische, um aktuelle Themen geht, ne? Alles, was so in den Nachrichten ist. Ja, das ist so unsere Seite. Kann man ja mal draufgehen, wenn man möchte, www.massengeschmack.tv. Du kriegst auch gleich noch eine eigene Bauchbinde, die wird hier dann zwischendurch immer aufpoppen. Da stehen dann natürlich auch alle Social-Media-Kanäle von euch drin und auch eine Verlinkung zu eurer Homepage. Okay. Jetzt gehen wir mal in medias res, Horrorfilme. Ich habe gerade ja schon gesagt, du bist Jahrgang 74, Exorzist, Texas Chainsaw, das sind ja nur zwei Titel, die in diesem Jahr released worden sind, die du damals sicherlich im Alter von 0 Jahren auch noch nicht gesehen hast. Aber Was war der erste Horrorfilm, der dich wirklich geschockt hat? Und ich meine jetzt nicht deine erste Jumpscare-Scene zum Beispiel, sondern wirklich ein typischer Genre-Horrorfilm, der dich maßgeblich beeindruckt hat. Also das war als Kind, da waren wir im Spanien-Urlaub und da lief abends um 7:45, die Spanier sind da ja ein bisschen gelassener, lief da Frankenstein, Frankensteins Braut. Mhm. Und zwar das Original, diese Schwarz-Weiß-Fassung mit Boris Karloff. Und diese Figur, dieses Frankenstein-Monster, hat mich zutiefst geängstigt als Kind. Mhm. Ne? Also dieses bedrohliche Aussehen und dieser Blick und so, weil ich hatte doch schon mal einen Dracula-Film gesehen. Mhm. Das kam mir aber doch eher dann so ein bisschen künstlicher vor, wo man dachte, ja, Vampire gibt es ja nicht wirklich und so. Mhm. Ne? Aber dieses Monster sah so echt aus. Mhm. Also das hat mir wirklich eine Woche schlaflose Nächte bereitet. Ne? Also das war so mein erster
wow, Kontakt mit Horrorfilmen, wo ich dachte, alter Schwede, das war jetzt aber ein bisschen too much. Naja, als Kind halt, ne? Also da hätte ich mir auch nicht allein getraut, in den Keller mehr zu gehen und so. Also da war ich richtig Schisser nach dem Film dann, ne? Also, ne? Ja, das glaube ich dir natürlich auch. Und bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Frankenstein, weil da kann ich gerade perfekt eigentlich sogar schon zur zweiten Frage überleiten, obwohl ich das gar nicht so schnell gerade eigentlich aufziehen möchte, dieses Interview. Deswegen lass uns die Zeit nehmen. Frankenstein ist natürlich neben Van Helsing, Dracula und allen anderen Wesen aus der Welt des Horrors eine der wohl bekanntesten und auch neben Dracula sicherlich auch am meisten verfilmtesten Figuren. Dementsprechend würde mich jetzt interessieren, dein Blick speziell jetzt mal auf die Figur des Frankensteins bezogen, gerne auch seinen Schöpfer Viktor Frankenstein. Es gibt ja unzählige Frankenstein-Verfilmungen. Und wenn du jetzt sagst, deine erste Kontaktaufnahme mit dem Thema Horror war eben diese Figur von Frankenstein, wie siehst du dann die Entwicklung dieser Figur über die Zeit, wenn wir zum Beispiel auch an die Darbietung der Figur Frankenstein beispielsweise in Van Helsing zurückblicken mit Hugh Jackman oder auch an solche abgewandelten Stoffe wie I, Frankenstein. Wie siehst du das? Wie siehst du das? Ja, die moderneren Fassungen, klar, man musste natürlich, man ist heutzutage natürlich ein bisschen mit der Zeit gegangen. Die haben aber nie mehr diesen Gruseleffekt bei mir erreicht wie bei dem Original jetzt, also mit Boris Karloff. Weil das war einfach die Atmosphäre, es war teilweise dann einfach auch die Musik. Und dieses Moderne, was man heute ja gerne bei den Filmen dann mit einarbeitet, klar, man hat heute andere Möglichkeiten mit CGI-Effekten und ja, dies und das und jenes, ne? Das kommt bei Jugendlichen zur heutigen Zeit wahrscheinlich besser an als bei mir älteren Semester. Wie gesagt, ich werde nächstes Jahr 50, der dann doch eher mit den Klassikern groß geworden ist. Ne? Und das ging auch zum Beispiel auch bei Dracula so. Die Christopher Lee-Filme waren für mich immer unerreichbar. Es gibt ja auch diverse Verfilmungen von Dracula und so. Ja. Die haben aber nie wieder diese Atmosphäre erreicht, meiner Meinung nach, wie diese Hammerproduktion, also die damals die Christopher Lee-Filme halt ins Leben gerufen haben. Und lass mich da einschneiden. Ja. Was ist deine Meinung? Woran könnte das liegen? Liegt es daran, dass der Stoff einfach verbraucht ist oder liegt es am Müßiggang der Monotonie in Hollywood, wo ja der Großteil solcher Produktionen herkommt? Was ist da dein Eindruck, deine Meinung dazu? Ja, Vermutung? Ich tippe einfach mal darauf, man will immer so ein bisschen mit der Zeit gehen. Es muss alles ein bisschen moderner werden und man will eben nicht mehr dieses Klassische von damals haben. Ne? Aber natürlich auch Christopher Lee als Darsteller war natürlich auch unerreichbar. Ne? Also für mich auch der beste Dracula-Darsteller. Hat man auch nie wieder so erreicht mit einem anderen Dracula, wie ich finde. Ja, das ist alles meine persönliche Meinung. Oder? Natürlich. Und deswegen ist es natürlich schwierig, diese alte Atmosphäre hinzubekommen, und meistens will man sie ja gar nicht hinbekommen. Das muss ja heute alles modern sein und so. Die letzte richtig gute Dracula-Verfilmung finde ich die von in den 90ern mit Keanu Reeves noch und Anthony Hopkins und so. Ne? Das fand ich noch eine recht. Das, jetzt darf ich mich nicht vertun, war das Marie Shelley's Frankenstein? Nee, Dracula. Dann hatte ich gerade einen Hänger, Entschuldigung. Nee, Mary Shelley's, es gibt ja noch eine Frankenstein-Verfilmung, wo das Monster von Robert De Niro gespielt wird. Das finde ich nun wiederum eine sehr, sehr gelungene Verfilmung. Die geht ja auch so ein bisschen, auch so wieder so ein bisschen ins Klassische. Das ist zwar nicht, das hat man auch trotzdem nicht mehr so diesen Gruseleffekt von damals, aber das war so die wirklich letzte richtig gute Verfilmung, meiner Meinung nach, wo Robert De Niro halt dieses Monster sehr, sehr geil gespielt hat. Würdest du, anders formuliert, weil Horrorfilme, so geht es mir zumindest so, sind immer zwei Aspekte doch wesentlich. Und zwar einerseits, wie ist
die Bildinszenierung? Haben wir vielleicht eine spezielle Filterung? Haben wir vielleicht eher so auch einen Blaufilter mit drüber oder gar schwarz-weiß, was ich zum Beispiel richtig, richtig toll finde? Und natürlich auch die musikalische Ebene, wie auch die Soundeffekts-Ebene. Welchen Stellenwert hat der Ton eines Horrorfilms für dich? Einen großen. Der kann einen ganzen Film ausmachen. Also wenn man mit Ton und Soundeffekten eine gruselige Atmosphäre schafft in dem Film, da hat man doch schon die Hälfte gewonnen im Grunde genommen. Dass der Zuschauer wirklich, wenn er vielleicht ein bisschen schwach mit den Nerven ist, schon so ängstlich im Kinosessel sitzt, dann hast du doch schon die perfekte dann hast du schon die Hälfte gewonnen sozusagen, ne? Und das andere, was dann das Schauspielerische oder die Gruseleffekte und so sind, das kommt ja dann halt noch mit dazu. Aber Ton und Musik kann unheimlich viel ausmachen bei einem Horrorfilm. Aber macht es dann nicht auch den Horror zu einem heutzutage immer noch, vielleicht sogar meiner persönlichen Ansicht nach auf jeden Fall, zu Unrecht verpönten Genre-Einheit des Films, weil man immer hört, okay, es gibt ja spezielle Stigmata, die Hardcore-Horror-Fans ja entgegengebracht werden. Meiner Ansicht nach auch ein sehr ungerechter und auch ungerechtfertigter Umgang. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, was den Horrorfilm von heute betrifft, man ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel auf so Grusel aus. Es geht ja immer meistens nur noch um Splatter-Szenen halt, ne? Also ein richtig guter Horrorfilm ist ja heute, also zumindest was ich so in den letzten Jahren so mitbekommen habe, es kann ja nicht brutal genug sein. Dann halt, das will der Zuschauer meistens anscheinend dann auch sehen. So, wenn ich jetzt an Terrifying denke oder so dieses gruselige, ja, vielleicht doch Halloween ist noch so ein bisschen gruselig, weil der Mann, der schwarze Mann mit der Maske und so, der natürlich auch auf brutale Art und Weise tötet, keine Frage, aber dann doch auch diesen Gruseleffekt hat, dann auf einmal im Dunkeln auftaucht mit dieser scheußlichen Maske und so, ne? Ja, aber darauf will ich ja hinaus. Also der Horrorfilm an sich ist ja an sich unterschätzt eigentlich in seinem Wirken, wenn wir darüber sprechen, wo die Ursprünge sind, 60er Jahre, 50er Jahre, die 20er Jahre auch mit Nosferatu und den ganzen Ursprüngen des klassischen Horrors, der ohne Blut, ohne Splatter, ohne Gore, ohne Torturing ausgekommen ist, sondern einfach nur über seine Art den Zuschauer zu berühren gewirkt hat. Ist es dann nicht auch wichtig, darüber zu sprechen oder es mal zumindest zur Diskussion zu stellen, dass der Horror eben auch vielseitig andere Genres beeinflusst hat? Ich zum Beispiel bin absoluter Fan des Genres Thriller und aller Subgenres und muss sagen, Horroreinflüsse gab es meiner Ansicht nach auch schon da in den 50er und 60er Jahren, wenn ich zum Beispiel zurückdenke an die alten Heinz-Rühmann-Filme mit Er kann's nicht lassen oder Das schwarze Schaf, da gibt's ja diese ikonische Szene, da sind die in so einem Theater, Pater Brown von Heinz-Rühmann gespielt, geht da so eine Wendeltreppe hinunter, da ist ein enormes Schattenspiel und es geht mir auch heute immer noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich diese Szenen sehe, weil ich einfach, obwohl ich den Film jetzt schon tausendmal gesehen habe, nicht erahnen kann, was als nächstes passiert, obwohl ich es besser weiß. Ja. Und diese Bedeutung von Horrorelementen in anderen Genres, das zu transportieren auf andere Genres wiederum, das sehe ich bei anderen Genres, jetzt habe ich ziemlich häufig Genre gesagt, ich weiß, ich hoffe, du kannst mir folgen, sehe ich nicht. Also zum Beispiel, dass man typische Action-Elemente auf einmal kopieren kann ein Dramafilm in eine Komödie, das gibt es natürlich, also es gibt Action-Komödien, es gibt Dramedies und so, aber diese speziellen Auswüchse des Horrorfilms sind doch eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal, oder nicht?
Ja, man merkt es ja auch, dass es auch gerne zum Beispiel, wie du schon sagtest, in Thrillern mit eingearbeitet werden. Also das ist ein richtig guter Thriller, ist ja heute auch schon meistens dann auch so, geht ja dann meistens oder oft dann auch so in den Grusel-Thriller zum Beispiel über dann. Und ja, und die Horrorfilme von heute, also ich kann mich da nur so ein bisschen wiederholen. Für mich ist es also, kommt es immer ein bisschen vor, als ob die immer brutaler werden sollen, ne? Was mich persönlich jetzt nicht stört. Ich gucke das auch mal ganz gerne halt, ne? Und aber diesen Gruselfaktor, den hat man irgendwie erreicht man nur noch selten. Ich will nicht sagen gar nicht, sondern selten, wo ich denke, oh, das ist jetzt aber mal eine gruselige Szene, wo es dann auch mit der Musik passt und das ist heute eher selten, würde ich mal sagen. Das hat früher besser geklappt. Früher hat es zumindest immer über die Laufzeit eines ganzen Filmes angehalten. Heute hat man das ja nur noch partiell. Selbst bei Filmen wie Insidious oder Conjuring, wo ja jetzt nicht unbedingt viel Blut fließt, aber da hat man ja immer nur diese kurzen Abschnitte, wo entweder mit einer Erwartungsangst gespielt wird oder tatsächlich ein Jumpscare folgt. Mhm, ja. Genau. Und das wird dem Genre und dessen Möglichkeiten ja auch überhaupt nicht gerecht. Da bin ich voll und ganz bei dir. Mhm. Welche Themen jetzt mal in die Zukunft geschaut, welche Themen, welche Trends würdest du dir wünschen, dass der Horrorfilm aufgreift? Also ich persönlich, ich mag ja die Horrorfigur Jason sehr, sehr gerne, den Freitag der 13. Ja. Dass wir so wieder so ein bisschen mehr, also so gut, wir hatten ja jetzt gerade wieder in den letzten Jahren die drei Halloween-Filme. Mhm. Das sind so Filme, die ich mir auch sehr, sehr gerne im Kino anschaue. Ich bin nicht so ein Fan, wenn es so in den Fantasy-Bereich geht und so. Ne? Mhm. Also ich bin dann mehr so wirklich der klassische Horror-Fan, der einfach gerne sieht, einen Mann mit der Axt, der die Leute umbringt und so, ne? Ohne jetzt hier viel Geschnörkel und viel Magie und Zeitsprünge dann in andere Welten und so. Das hat mich noch nie so wirklich erreicht. Ne? Also da muss ich auch mal direkt dann nachfragen, weil du jetzt gerade auch schon Jason erwähnt hast aus Freitag der 13. Jetzt verknüpfe ich mal die beiden Aussagen. So Fan klassischer Freitag der 13. Filme und gleichzeitig diese ich nenne es jetzt auch immer, auch wenn es vielleicht zu hoch gestochen ist, Kritik an der aktuellen Entwicklung des Horrorfilms, mehr primär auf Splatter und Gore zu gehen. Wie würdest du denn dann, oder wie schätzt du, oder wie siehst du für dich denn dann zum Beispiel solche Mash-Up-Filme wie Freddy vs. Jason? Die waren ja auch schon ziemlich blutig, wenngleich die Solo-Filme ja auch nicht gerade unblutig waren. Ja, natürlich. Das kam auch gut bei mir an. Ich war auf jeden Fall immer mehr Jason-Fan als Freddy, weil Freddy auch wieder so ein bisschen mehr in den Fantasy-Bereich geht, wenn man träumt und schläft und und das. Und so ein Typ wie Jason, das ist für mich irgendwie realer. Ein Mann, der sich nachts im Wald mit einer Maske dann auf Leute stürzt dann oder so, das kann ja nun mal eher passieren, als ein Typ, der Leute im Traum jetzt ermordet halt. Ne? Und deswegen mag ich diese Figuren, Michael Myers und Jason halt auch so gern, weil das eher so ein bisschen in das Reale übergeht. Oder auch das Frankenstein-Monster und so. Ne? Das ist zwar natürlich auch übertrieben mit Strom erwecken und so, das ist klar. Aber er sieht halt, wir haben hier eine Person, die halt sehr gruselig aussieht und dann auch durch die Gegend geht und die Leute terrorisiert. Ne? Und na klar. Das kommt bei mir immer gut an, ne? Also wenn das gut gemacht ist. Wie schade hast du es gefunden, dass es nicht zu einem weiteren Sequel zu Freddy vs. Jason gekommen ist? Da gab es ja unterschiedliche Fassungen, die mal in der Diskussion waren. Freddy vs. Jason vs. Chucky vs. Ash aus Evil Dead. Also meiner Ansicht nach ist das bedauernswert, dass es dazu nie gekommen ist. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Ich habe es, wie gesagt, bei mir kam der Film sehr, sehr gut an. Jason vs. Freddy, Freddy vs. Jason. Da hätte man auch durchaus noch viel mehr machen können. Es war ja auch immer mal die Idee, dass Jason auch auf Michael Myers trifft und so. Da hat es ja sogar dann Fanfilme gegeben, die auf YouTube laufen und so.
die wirklich gut gemacht sind auch. Ja. Ne? Also, wo man sich dann auch wirklich die Mühe gegeben hat. Und man hat gesehen in diesem Fanvideo, gut, das waren jetzt natürlich Amateure, die das gemacht haben, aber die Idee würde bestimmt gut funktionieren für die Halloween-Fans und für die Freitag der 13. Fans. Sicherlich. Und warum sollte man das nicht einfach mal ausprobieren? Ne? Mhm. Es wird so viel kopiert, es werden so viele, gibt so viele Remakes und dies und das. Warum soll man doch einfach mal probieren? Das sind Horrorfiguren, die jahrzehntelang erfolgreich liefen im Kino. Ist so. Und ich bin mir auch verhältnismäßig ziemlich sicher, dass das dann auch kein Flop werden würde. Stichwort Remake. Wenn ich gerade jetzt eben schon Ash erwähnt habe, die beiden Evil Dead Remakes, wie stehst du zu denen? Gucke ich auch gerne, haben auch aber natürlich nicht mehr diesen Nostalgiefaktor von damals aus den 80ern halt. Ne? Das war halt doch eine andere Schiene. Das war damals ja was ganz Neues. Also wir zu der Zeit, also da waren wir ja noch Kinder, Jugendliche. Und dann ein paar Jahre später bin ich dann mal an die Videokassette rangekommen, die schon eine völlig schlechte Qualität hatte und so, weil man ja keine Möglichkeit hatte, diesen Film zu sehen. Ne? Das ist ja nicht wie heute, wo man dann einfach mal im Internet das alles sehen kann. Mhm. Ja, das kann man sich ja heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und sich dann irgendwelche Raubkopien von irgendwelchen Freunden besorgt hatte, dann, um diesen Film dann endlich sehen zu können halt. Ne? Ja, aber du siehst es ja heute auch, die Remakes, das ist eigentlich nur noch auf brutal mit Teppichmesser in der Zunge und all sowas. Ne? Irgendwie dieser Nostalgiefaktor ist einfach nicht mehr so da. Ne? Aber dennoch gucke ich sie trotzdem gerne. Auch die Serie fand ich sehr interessant. Es gab ja auch eine Serie, die kam auch gut bei mir an. Die kamen bei mir zum Beispiel besser an als die Filme, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin prinzipiell nicht so der Fan von Remakes. Ich gebe jedem Film natürlich seine Chance, aber was mich zum Beispiel bei den Evil Dead Remakes maximal gestört hat im Vergleich zu den Originalfilmen, war dieses gestochen scharfe Bild. Ich bin damit überhaupt nicht warm geworden. Ja, das ist eben heute, ne, mit der Technik so. Ne? Das ist, natürlich. Ja, klar. Mhm. Dann haben wir jetzt eben schon ganz viel über Blut gesprochen, über Brutalität in Filmen. Es gibt ja auch Experten da draußen, die sich ganz speziellen Horror-Subgenres widmen. Stichwort Torture-Porn oder auch Exploitation-Filme oder Shockumentaries, die ganzen Mondo-Reihen, die da draußen existieren, wie Gesichter des Todes. Wie siehst du das? Ich frage deswegen, weil Gesichter des Todes ja jetzt vor einem halben Jahr, glaube ich, war es, oder etwas länger, ja vom Index runtergenommen wurde. Ja, Gesichter des Todes, das war natürlich damals, da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen, in den 90ern, als die Videokassetten dann rauskamen. Und habe ich als Jugendlicher natürlich ganz gern gesehen. Ja, natürlich auch mit diesem, wow und oh Gott, Ekelfaktor so ein bisschen, was da halt passiert war. Man wusste halt, das war echt, ne, also das waren echte Szenen halt. Und das war halt schon eine andere Art von Horror, weil hier eben dann höchstwahrscheinlich nichts gestellt ist. Ja, man munkelt ja auch ein bisschen, dass da teilweise doch nicht alle Szenen so sind, wie sie sind, aber dass da eventuell doch mal ein bisschen rumgefaked worden ist. Mhm. Das kann ich aber nicht bestätigen, ob das wirklich so war oder so ist. Ne? Auf jeden Fall war das natürlich eine besondere Art von Grusel. Und wenn man sich heute so Tage, was man so ansieht, was auf im Internet so an Filmen, an Clips läuft und so, ne? Das ist ja im Grunde genommen fast jeden Tag Gesichter des Todes live. Ne? Also, bin ich vorhin ganz bei dir, aber ist es nicht trotzdem kritisch zu sehen, wenn so ein Film, der ja mit authentischem Material arbeitet, plus zusätzlich dafür gedrehtes Material, dass man das quasi, wenngleich FSK 18 und so weiter und so fort, trotzdem als noch in Ordnung quasi der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ich meine, ich finde es genauso wenig in Ordnung, dass man auf YouTube alles Mögliche aus dem Ukraine-Krieg live verfolgen kann, dass man Gewalt und Tod und Verderben quasi online einfach mit einem Klick finden kann. Aber muss man das denn auch noch so fördern? Wie findest du oder wie siehst du da die Rolle und die Verantwortung heutzutage seitens der FSK? Ja, das ist natürlich schwierig. Ich könnte jetzt natürlich wieder sagen, dass jeder so ein bisschen selber verantwortlich.
wenn ich weiß, dass ich solche Sachen nicht vertrage, dann gucke ich sie mir nicht an. Ich muss aber natürlich auch davon ausgehen, dass Jugendliche sich das dann heimlich reinziehen dann oder die Möglichkeit haben, da irgendwie ranzukommen. Das lässt sich aber, glaube ich, schwer verhindern heutzutage. Und ja. Ich finde, das muss jeder selber entscheiden halt, ne? Ob er sich das wirklich antut. Das ist harter Tobak, was da läuft, ne? Das ist also wirklich nichts fürs Nachmittagsprogramm. Und wenn man das Gefühl hat, das geht mir so an die Nieren, oder da dreht sich mir der Magen um, dann würde ich es einfach nicht gucken. Mhm. Ne? Und wie soll ich es anders formulieren halt? Man hat heutzutage einfach nochmal die Möglichkeit, durch irgendwelche, ja, was weiß ich, irgendwelche Links, keine Ahnung, jemand kennt ja einen, ja, klick mal da drauf, da kannst du das dann ungeschnitten sehen und so, ne? Mhm. Es ist, also was die Kinder und Jugendliche heutzutage schon auf ihren Handyvideos haben, ja, und so. Wie willst du das verhindern, Benedikt? Ne? Das ist, bin ich voll und ganz bei dir, aber genau darum ging es mir, dass man quasi zu dieser traurigen Erkenntnis leider Gottes kommen muss, weil ich weiß es auch nicht besser. Da bin ich ganz und gar bei dir. Ich habe auch keine Idee, wie man das verhindern könnte. Also kann man, glaube ich, auch gar nicht. Ne? Also, das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wo ich überhaupt kein Fan von wäre und auch nicht bin, wäre Zensur. Und das kann keiner von uns wollen. Nein, da war ich schon immer dagegen. Genau. Wie ich gerade schon sagte, ich als Filmgucker entscheide, ob ich diesen Film vertrage. Und dann möchte ich diesen Film dann auch bitte schön ungeschnitten sehen. Und ob der ab 18 ist oder ob der Film dann irgendwann mal ab 21 meinetwegen ist oder so. Aber ich möchte es bitte schön selber entscheiden. Finde ich gut. Und den auch so sehen, wie der Regisseur sich das vorgestellt hat, wie die Macher sich den Film vorgestellt haben und dann nicht irgendwelche Szenen kürzen, weil man ja der Meinung ist, das wäre ja zu brutal und so. Das soll doch bitte jeder selber entscheiden. Finde ich, ist fast schon ein perfektes Schlusswort gewesen, aber eine Frage habe ich noch. Ja, aktuelle Horrorfilme, was hast du da zuletzt gesehen und was kannst du den Zuschauern wirklich jetzt, auch wenn es vielleicht schwierig ist, und ich persönlich finde das Jahr 2023 bezüglich Horrorfilme relativ schwierig momentan, irgendwas Gutes zu empfehlen, was würdest du empfehlen, was könntest du empfehlen? Oh Gott, was habe ich denn zuletzt gesehen? Einen letzten guten neuen Horrorfilm? Puh. Jetzt hasst mich aber, du. Es muss auch nicht aus diesem Jahr sein. Ich mach's ein bisschen einfacher. Ja, nee. Es hatten ja viele Probleme mit Halloween Ends, den ich aber gar nicht schlecht fand. Der war, glaube ich, vom letzten Jahr dann, oder? Ne? 2022, ja. Mhm. Ja. Den fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, weil das mal eine andere Art von Halloween Michael Myers Film war. Mhm. Aber ansonsten, was ist denn jetzt hier im Moment ein modernes, neues rausgekommen irgendwie? Frage ich anders, hast du den Film Die letzte Fahrt der Demeter gesehen, weil Dracula? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nein. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber das wäre spannend gewesen. Ja, okay, nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay, verbleiben wir einfach so. Uns fällt jetzt aktuell beiden nichts Adäquates ein. So aus dem Stegreif fällt mir jetzt wirklich aus den letzten ein, zwei Jahren zumindest nichts Aktuelles ein. Mhm. Hätte ich mal nach einem Hörspiel gefragt, da hätte ich dir eher was sagen. Hörspiel, gerne. Hörspiel. Ja. Hörspiel, also, ist auch klasse. Ich bin ja auch großer Hörspiel-Fan und da hat ja auch damals alles bei mir begonnen. Da bin ich überhaupt auch in den Kontakt in das Genre Horror und Grusel gekommen. Damals waren es natürlich, wie gesagt, diese Hörspielkassetten, diese rosa-grünen Gruselserien, Europaproduktionen. Dann kam man nachher Larry Brandt, Macabros, John Sinclair natürlich. Ja, natürlich. Wo wir uns als Kind wirklich schon nur in Anführungszeichen vor den Hörspielen gegruselt haben und so. Mhm. Und da waren großartige Sachen dabei. Und bei den Hörspielfans sind die auch nach wie vor wahnsinnig beliebt, obwohl die ja nun schon wirklich 40, 45 Jahre alt sind. Mhm. Und die teilweise die Hörspiele. Und da habe ich jetzt zuletzt, es gibt eine Neuauflage von Larry Brandt und zwar Die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo. Mhm. Das ist ja als Original 1983 gab. Da gab es jetzt wieder ein Remake von, also eine Neuauflage und so. Die finde ich sehr, sehr gruselig und die wirklich auch gut gelungen. Das würde ich jetzt mal unseren Horror-Hörspiel-Fans mal ans Herz legen, diese Folge. Die ist jetzt so seit zwei, drei Wochen, glaube ich, raus.
Werde ich mir auf jeden Fall gleich mal gönnen. Was ich momentan an Hörspielen höre und eigentlich auch bis zum geht nicht mehr suchte, ich freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt, ist die Reihe, die sich rund um Oscar Wilde und Mycroft Holmes dreht. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, sonst schreibe ich dir das gleich gerne mal. Ich finde, das ist ein super schönes Universum, was da aufgebaut wurde. Es existierte schon seit mehreren Jahren, ich glaube seit 2010, 2011. Das sind mehrere Folgen. Da geht es halt um Oscar Wilde, also die Figur des Oscar Wilde und Mycroft Holmes. Und jetzt peu à peu über die letzten Jahre ist dieses Universum immer weiter gewachsen. Neue Figuren wurden eingeführt, es wurden Ableger gemacht. Zum Beispiel Sherlock Holmes hat eine eigene Reihe gekriegt nochmal. Gleichzeitig aber auch die ganzen Figuren rund um Dracula, Frankenstein, Gorgu und wie sie nicht alle heißen. Und natürlich dann auch solche Figuren wie Professor Moriarty. Und das alles aber in einem richtig schaurig schönen Umhang gehüllt, die sehr explizit auch mit Gewalt umgehen, sehr brutal sind, aber eine Intensität schaffen, die ich so tatsächlich bei keinem Hörspiel, auch nicht bei Sinclair, so krass und intensiv wahrgenommen habe. Weil diese Geschichte ist eine fortlaufende Geschichte und es soll jetzt hier nicht primär darum gehen, aber zumindest das möchte ich euch da draußen, aber auch dir würde ich das gerne empfehlen, ans Herz legen. Das ist auf jeden Fall ein Ohr wert, um da mal reinzuhören. Das ist äußerst spannend und richtig cool. Damit sind wir am Ende, lieber Mario. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich bin jetzt gespannt, wie das gleich beim Schnitt ist. Ich hoffe, alle Audiospuren sind aufgenommen, alle Videospuren sind aufgenommen. Ansonsten habe ich ein Problem. Dann müssen wir es in 2, 3, 4, 5 Tagen nochmal machen. Aber das kriegen wir schon hin. Das wird schon irgendwie funktionieren. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Und ich überlasse dir quasi jetzt die letzten Sekunden, Minuten, um dich auch zu verabschieden. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, wie gesagt, schönen Dank nochmal auch für die Einladung. Und es ist ja immer wieder mal ein interessantes Thema, auch gerade so, als ich als Horrorfan dann auch mal über Horrorfilme und natürlich auch über die Hörspiele dann mal zu sprechen und so. Und ich hoffe, vielleicht konnten wir so die Zuschauer so ein bisschen informieren, was man sich demnächst mal wieder so reinziehen könnte, dann halt, ne? Vielleicht eher doch mal die klassischen Sachen oder dann doch mal einen moderneren Film, der im Moment dann läuft. Und es wird ja genug angeboten. So ist es ja nicht.